So, heute ist der 3. Mai und ich habe meinen Urlaub geparkt im Zentrum Bistro. Und ja, ich gehe jetzt. Ich hoffe, die Linse ist sauber. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen am ich frage noch einmal in meinem Guesthaus, ob es irgendwo am Swimmingpool gibt, wo ich baden könnte, weil hier kann man ja nicht baden. Und ja, aber ich zeige euch jetzt mal ein bisschen die Umgebung vom Strand. Das Wetter ist bewölkt. Da vorne ist das Pattaya City Schild, leider kann ich mit dieser Kamera keinen Zoom machen. So viel, also ich glaube, nein, es ist keine Zoom-Kamera, es ist eine Action-Cam. Ganz dort vorne, ihr seht es vielleicht im Hintergrund, das Pattaya City Schild. In der Nacht leuchtet das hier auch. Ja, und hier ist so wie eine kleine Insel, weil hier ist ja Wasser zwischendurch. Auf der anderen Seite ist Nakloa hier drüben. Und auf dieser Seite geht es nach Yomtien Beach. Yomtien oder Yomtien, weiß nicht genau, wie man es sagt. Auf jeden Fall, solange es jetzt noch schön ist, bleibe ich ein bisschen draußen. Und dann gehe ich noch einmal baden. Genieß den Strand. Genieß den Strand, genau. Es sind auch viele indische Touristen hier. Manchmal fühlt man sich wie in Indien. Die Inder, die sind ein bisschen komisch drauf, aber egal. Koreaner gibt es hier viele, Chinesen auch und Inder. Europäer eher weniger, aber es gibt auch ein paar. Ja. Aber Inder sind in großen Mengen vorhanden. Weiß auch nicht, vielleicht gefällt dem Thailand auch besser als Indien. Deshalb kommen die alle hierher. Mal hier rauf. Auf dieses Ding hier. Sorry. Die ganzen Dinger. Seht ihr die? Good, eh? You're from India? Yeah. From Mumbai? Calcutta. Calcutta. Okay. Calcutta. And you like Thailand? Thailand? Yeah, it's good. Pattaya. Pattaya. Good, eh? Calcutta, come it's...